Die preußische Bahnverwaltung war stets um Rationalisierung bemüht. Aus diesem Grund wurde um das Jahr 1910 für die Konstruktion einer neuen Tenderlok auf bewährte Konstruktionsprinzipien zurückgegriffen. Die so entstandenen neuen Lokomotiven wurden als Reihe T14 eingegliedert und sollten zunächst rund um Berlin eingesetzt werden. Da sich die Maschinen im Einsatz gut bewährten, verbreiteten sie sich recht schnell über das gesamte Reich. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die universell einsetzbaren Lokomotiven über Europa verstreut und waren neben Deutschland auch in Polen, Belgien und Österreich im Einsatz. Im Jahr 1960 endete schließlich der Einsatz der Baureihe 93.0 bei der Deutschen Bundesbahn. Die vielfach gewünschte preußische T14 erscheint als komplette Neukonstruktion von Pico. Die markante Formgebung der Lokomotive wurde bis ins kleinste Detail wiedergegeben. Bereits der erste Blick auf das Modell lädt den Betrachter ein, die Augen länger über die vielen Einzelheiten schweifen zu lassen. Angefangen bei der Glocke und Pfeife, über die Vielzahl freistehender Leitungen und Schieber bis hin zur fein ausgeführten Steuerung. Durch die kompakte Bauweise des Antriebs ist der Blick zwischen Kessel und Rahmen frei und auch das Führerhaus ist unverbaut und erlaubt einen freien Blick auf die detailgetreue Nachbildung der Führerstandarmaturen. Dahinter präsentiert sich im Tender der mattschwarze Kohlevorrat. Auch im unteren Bereich besticht das Modell durch fein ausgeführte Bremssohlen, filigrane Speichenräder, freistehende Federpakete und ein detailliertes Bremsgestänge. Abgerundet wird der Gesamteindruck durch die saubere Lackierung und die lupenreine Bedruckung, welche selbst die überpinselte Lackstelle der frisch gesetzten Untersuchungsdaten nicht vergessen hat. Für die Komplettierung liegen dem Modell Bremsschläuche und weitere Zugussteile bei. Ruhig und kraftvoll setzt sich das Modell der preußischen Dampflokomotive in Bewegung. Im Inneren sorgt eine Kombination aus erprobter Antriebstechnik und modernster Elektronik für ausgezeichnete Fahreigenschaften. Die Beleuchtung im Führerstand und im Triebwerksbereich sind einfach im Digitalbetrieb steuerbar. Als besonderes Highlight beginnen die Kohlen beim Anfeuern zu glühen. Alle Beleuchtungsfunktionen inklusive dem fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel sind in modernster LED-Technik ausgeführt. Die Wechselstromvariante ist ab Werk mit einem modernen Pico Smart Decoder XP5.1, die Soundvarianten mit einem PSD XP5.1 Sound Decoder ausgestattet, welche jeweils für beste Regeleigenschaften sorgen. Zusätzlich verfügen die Soundmodelle über einen integrierten Dampfgenerator. Bei den Modellen ohne Sound kann dieser nachträglich eingebaut werden. Dank Pico Train Sound werden die Geräusche perfekt synchron zur Motorsteuerung und den verschiedenen Funktionen ausgelöst. Auch die Analog-Version kann mittels der PLUX 22 Digitalschnittstelle im Handumdrehen für den Digitalbetrieb nachgerüstet werden. Ob vor Personen- oder Güterwagen, im heimischen Bahnbetriebswerk oder als voll zugerüstetes Ausstellungsmodell in der Vitrine. Die T14 von Pico ist ein Muss für jeden Modellbahner. Passend dazu bietet das Pico H0-Sortiment eine Reihe passender Wagen, welche ideal mit der detailverliebten Dampflokomotive harmonieren. Neben der Baureihe 93.0 der Deutschen Bundesbahn erscheint die T14 in diesem Jahr von Pico auch in der belgischen, polnischen und österreichischen Ausführung. Selbstverständlich unter Berücksichtigung der jeweiligen landestypischen Besonderheiten.